Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem nächsten Video. Diesmal wieder ein Top-Listen-Video, ein Top-5-Video. Und zwar diesmal geht es um meine persönlichen Top-5-Zeichner, die ich an Superman erlebt habe. Wie ich auf dieses Video gekommen bin, hat eigentlich mit einem Short von mir zu tun, wo ich von dem lieben Falco, einem Abonnenten, einen Kommentar bezüglich eines Zeichners, in dem Fall Dan Jürgens, bekommen habe, dass er den so gut fand an Superman. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich präsentiere euch mal in einem größeren Video oder einem normalen Video halt meine Top 5 Zeichner an Superman. Kommen wir erstmal zur Nummer 5. Die Nummer 5 wäre bei mir George Perez, der ja leider auch vor kurzem verstorben ist. George Perez ist sicherlich jetzt kein Zeichner, den man speziell mit Superman in Verbindung bringt, aber ich habe halt einiges gelesen, wo er halt Superman auch gezeichnet hat, und er ist ja eh einer meiner Lieblingszeichner und auch sein Superman sieht super gut aus. Die erste bewusste Berührung mit ihm an der Figur Superman war eigentlich keine Superman-Serie, sondern war die Crisis on Infinite Earths aus den 80ern. Ja, der Reboot damals, beziehungsweise was ja dann zum Reboot geführt hat, der Untergang des ganz alten DC-Universums meiner Kindheit. Und das hat George Perez gezeichnet. Superman hatte eine wichtige Rolle in diesem ganzen Crossover. Dann bin ich auch auf ihn getroffen, zum Beispiel bei dem berühmten Crossover zwischen der JLA und den Rächern, aka Avengers. Auch das ist von George Perez gezeichnet. Auch dort kommt Superman drin vor. Auch dort gefällt er mir halt extrem gut. Er hat natürlich auch einige Solo-Stories von Superman gezeichnet im Laufe der Jahre. Ja, und deswegen habe ich ihn hier mal mit reingenommen, weil es mein Platz 5 ist. Und er ist halt nur in Anführungsstrichen Platz 5, weil er natürlich bei der Figur des Supermans nicht so einen großen Impact hatte wie die anderen Künstler, die ich euch noch vorstellen werde. Ja, kommen wir mal zu Platz 4, der besten, für mich besten Künstler oder Zeichner rund an Superman. Unter Künstler wird man ja die Autoren, Tuscher und so auch mitzählen, aber es geht jetzt mir um die Bleistiftzeichnungen. Und da ist es bei mir tatsächlich John Byrne, den ich eigentlich vorher, ich hatte ja schon früher mal überlegt, dieses Video zu machen, und da wäre John Byrne sicherlich bei mir weiter vorne noch gelandet, weil ich ihn unglaublich gut finde. Und bei Superman hatte er halt vor allem einen relativ großen Impact, weil er halt nach der Crisis on Infinite Earths, die ich eben erwähnt habe, die Miniserie Superman the Man of Steel schrieb und Superman neu definierte, bei uns als das früher als der neue Superman-Handbuch bekommen, kennen einige von euch noch, kam auch in der Eagle Moss, in der Eagle Moss Collection, habe natürlich beide Versionen. Die Story sollte man kennen, diese Miniserie, die Superman neu definierte, also den modernen Superman einführte, den Superman, den man jetzt auch wieder hat. Und dann hat er damals halt auch das neue zweite Volume Superman in den USA gezeichnet und auch noch ein bisschen bei Action Comics gezeichnet. Hatte also so einen kleinen Run an Superman 1986 bis 87 oder 88 rein. Und ja, fand ich extrem gut. Das meiste davon habe ich halt gelesen, als der neue Superman, die Heftserie von E. Harper, fand ich extrem, zeichnerisch extrem gut. Ja, und deswegen bei mir ein verdienter Platz 4 und muss in den Top 5 bei mir vorkommen. Ja, dann kommen wir natürlich mal zu meinem Platz 3 meiner liebsten Zeichner an Superman.
Und das ist halt ein Künstler, der praktisch John Byrne halt den dritten Platz weggeschnappt hat. Wie gesagt, in früheren Überlegungen dieses Videos schon mal zu machen, hätte ich sicherlich John Byrne an die 3 gesetzt. Aber dann ist mir eingefallen, es gibt da noch einen Künstler, den ich so richtig gut an Superman finde, der auch nicht speziell mit Superman in Verbindung gebracht wird. Also der hat halt auch viele andere Sachen gemacht. Natürlich haben alle Künstler auch andere Sachen gemacht. Aber der hat mich tatsächlich in meiner gesamten Comic-Laufbahn auch geprägt an Superman. Relativ spät eigentlich, weil ich mit dem an Superman erst im Jahre 2009 in Kontakt kam. Und zwar in dem damals auch erneuerten Origin rund um Superman, Superman's Secret Origin aus dem Jahre 2009, wie gesagt, als Geoff Johns als Autor halt dieses eben genannte Man of Steel erneuern wollte für das 21. Jahrhundert Superman ready machen wollte und in dieser Miniserie halt ganz viele Elemente von früher mit den aktuellen Sachen verbannt und für mich ja eine der besten Origin, wenn nicht die beste Origin-Story, die ich je an Superman gelesen habe. Und Gary Frank hat das Ganze gezeichnet, da bin ich zum ersten Mal bewusst auf Gary Frank aufmerksam geworden. Wahrscheinlich hatte ich ihn auch vorher schon gesehen, aber bei Superman muss ich halt auch sagen, und deswegen ist er auch so weit nach oben gerutscht, der zeichnet Superman wie Christopher Reeve, wie den Schauspieler aus den alten Superman-Filmen, den ich ja als Schauspieler, als schauspielerische Verkörperung von Superman am besten finde. Und Gary Franks Superman sieht halt ihm sehr ähnlich. Und allein das hat mich halt so begeistert, dass ich ihm hier den dritten Platz geben muss. Wer jetzt es noch vorhin geschafft habt, erfahrt ihr jetzt. Kommen wir mal zum Platz 2 meiner besten oder Lieblingszeichner rund um Superman. Und dieser Künstler, auch leider schon verstorben, schon 1996 verstorben, ist im Gegensatz zu den anderen Künstlern wirklich auch ein Künstler, der absolut mit dieser, wenn man an ihn denkt, denkt man immer an den Mann aus Stahl, immer an Superman. Die Rede ist von, Kurt Swan. Kurt Swan, vielleicht sagt das den meisten von euch nichts, aber den Altlesern von euch wird das was sagen. Und wenn es euch nichts sagt, seid ihr trotzdem mit dem in Berührung gekommen. Weil die Leute, die E. Harper gelesen haben, die Superman-Geschichten von E. Harper kennen, werden da zum größten Teil auf Stories gestoßen sein, die Kurt Swan gezeichnet hat. Diejenigen von euch, die diese berühmte Story von 1986, die letzten Tage oder der letzte Tag von Superman kennen, ich glaube, es heißt die letzten Tage von Superman, parallel zur Crisis on Infinite Earths, beziehungsweise kurz danach, soll aber noch praktisch vor der Crisis spielen, eine fiktive Zukunft, wie es mit dem Mann aus Stahl aus von früher, also dem Superman der Erde 1, zu Ende gegangen sein könnte, unabhängig von der Crisis. Ja, wer die Geschichte kennt, die ist halt auch von Kurt Swan und war, glaube ich, eine seiner letzten Arbeiten an Superman. Kurt Swan ist der Künstler, der bis heute am meisten Superman überhaupt, die meisten Superman-Geschichten überhaupt gezeichnet hat, jemals. Der Mann hat zwischen 1948 und 1986 Unmengen an Superman-Geschichten gezeichnet. Das heißt nicht, dass ihr bei E. Harper jede Geschichte von ihm war, da gibt es auch andere Zeichner natürlich, es gibt ja auch mehrere Serien, die da zusammenfließen, da findet ihr auch andere Künstler an Superman, aber viele Sachen halt auch von Kurt Swan. Und Kurt Swan hat wirklich in diesem Zeitraum, in knapp 4 Jahrzehnten, hat der einfach unheimlich viel an Superman gezeichnet. Deswegen ist das von der Liste auch der Künstler, der am meisten Impact an Superman hatte, zeichnerisch, und der am meisten wahrscheinlich
den man am meisten mit dieser Figur von den Zeichnern, die ich hier nenne, halt auch nennen kann. Der allerdings bei mir nicht Platz 1 gemacht hat, dazu kommen wir ja gleich, wer Platz 1 gemacht hat. Der wäre aber auch ein guter erster Platz und war das auch jahrelang bei mir. Ich bin halt mit dem aufgewachsen, das waren meine ersten Superman-Zeichnungen. Damals als Kind habe ich ja vor allem auch noch nicht darauf geachtet, wer hat was gezeichnet oder geschrieben. Bis auf Kurt Swan. Die Zeichnung fand ich so gut, dass ich dann auch wirklich das mal gelesen habe. Zeichnungen von. Das war der erste Name im DC-Bereich, den ich überhaupt als Künstler kannte. Ah ja, das ist ja Kurt Swan. Für viele sind die Zeichnungen heute vielleicht etwas steif im Vergleich zu heute. Aber damals hat Das ist mein Superman eigentlich aus der Kindheit. Von der Optik her. Ja. Aber es hat nicht zu Platz 1 gereicht. Und dazu kommen wir jetzt. Jetzt habe ich so viel geschwärmt von Kurt Swan und auch von den anderen Zeichnern. Und ja, Kurt Swan hat es ja nicht auf den ersten Platz bei mir geschafft. Warum ist das so? Ja, dieser Künstler, der jetzt kommt, ist heute immer noch aktiv. Hat viel auch an Superman gemacht, nicht so viel wie Kurt Swan, ist aber auch durchaus, den verbindet man auch mit dieser Figur, im Gegensatz zu allen anderen Künstlern außer Kurt Swan, die ich genannt habe, wo man direkt auch sagt, wenn man den hört, der hat doch mit Superman das und das gemacht. Es ist nämlich der Mann, der Superman einst tötete, das ist auch sein Ruf. Und zwar handelt es sich tatsächlich um Dan Jurgens. Dan Jurgens hatte in den 90er Jahren, ich glaube in den 80, nee, in den 90er Jahren hat er, glaube ich, angefangen, betreute auch die Superman Volume 2 Serie zeichnerisch. Und in seinem Run liegt halt auch Death of Superman. Das berühmte Death of Superman, was ja über alle damaligen Superman-Heftserien ging und von verschiedenen Künstlern natürlich dann umgesetzt wurden, jeder Part. Wurde halt auch von ihm einige Parts umgesetzt, und zwar die Parts, die halt in Superman Volume 2 spielten. Und vor allem auch der finale Part, der Part, wo es zum Endkampf zwischen Doomsday und Superman kommt, wo beide vermeintlich sterben. Und das hat halt diese Geschichte halt auch Dan Jurgens gezeichnet. Und Dan Jurgens, auch für mich einer meiner Lieblingszeichner insgesamt, und auch sein Superman unglaublich gut, meiner Meinung nach. Und dann später bei den Dino Comics, als er mit E. Harper vorbei war und Carlson vorbei war, an DC kam ja irgendwann in den 90ern Dino Comics mit einer Superman-Heftserie, und auch dort war Dan Jurgens halt immer noch an der US-Superman Volume 2 Serie dran. Deswegen hat man da auch immer wieder viel von Dan Jurgens bekommen. Und ein kleiner Faktor oder Fakt am Rande, was für mich damals ziemlich cool war, vielleicht mache ich da auch mal ein Video drüber, was so ein besonderer Moment für mich war. Mitte der 90er hat Dan Jurgens dann auch mal eine damals neue Spider-Man-Serie für Marvel übernommen, The Sensational Spider-Man, rund um Ben Reilly, und zwar zeitgleich. Er war immer noch der Zeichner bei Superman Volume 2 und hat halt für Marvel gleichzeitig diese Serie gemacht ein bisschen. Da hatte er nicht so einen langen Run. Aber für einige Monate war er der Zeichner von einer von mehreren Superman-Heftserien und von einer von mehreren Spider-Man-Serien. Meine beiden Lieblingsfiguren vom selben Zeichner zur selben Zeit umgesetzt, war für mich natürlich ein besonderer Moment, aber darauf gehe ich vielleicht nochmal in diesen Comic-Moments-Videos näher ein. Ja, das war's mit dieser Liste. Dan Jurgens auf der 1. Schreibt E-Mail mal rein, welche Künstler ihr besonders gut an Superman fandet. Es gibt natürlich noch jede Menge andere Künstler, die man nennen könnte. Zum Beispiel hat er auch mal Jim Lee einen Run an Superman, auch großartig. Man könnte Alex Ross nennen, der natürlich in Kingdom Come auch einen ziemlich geilen Superman gezeichnet hat. Aber für mich würde ich halt diese 5 Künstler nehmen. Jim Lee hätte reingekonnt eigentlich, oder die eigentlich beide genannten Alex Ross und Jim Lee, aber bei denen muss man auch sagen,
wie natürlich bei einigen anderen der Künstler auch, die hatten, die stehen halt auch für andere Figuren viel mehr, wo sie auch viel mehr dran gemacht haben, ne? Ja, das war's wieder an dieser Stelle. Gerne liken, wenn es euch gefallen hat. Gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann sage ich mal, bis die Tage. Ciao.